So, Halli. So, meine Freunde, Halli, hallo, Hallöchen. Ja, und willkommen zum spontanen Let's Play mit mir, John Myers und Herr Hander. Ja, ich habe heute kein Video hochgeladen. Ich war gestern auf der Geburtstagsfeier, bin ich dazu gekommen, eins hochzuladen. Und jetzt habe ich spontan entschieden, dass ich heute wieder für euch ein Let's Play mache. Ein Livestream mache. Ich werde das Ganze aufzeichnen und dann immer so halbe Stunde mäßig hochjagen bei YouTube, falls jetzt irgendjemand da ist, wo es nicht sehen sollte. Was habe ich vor? Hemmendal, denn mein Fass ist, mein Bärenköderfass ist auf 71% und ich will einfach mein Glück versuchen, ob wir den einen oder anderen Bären erwischen. Und dann möchte ich natürlich auch mein zweites Fass aufstellen. Ich hoffe, ihr vom Ton her hört ihr mich und so. Schreibt mal ja, nein, vielleicht. So, dann müssen wir jetzt mal hier Platz schaffen. Denn ich möchte das Bärenköderfass auch noch aufstellen. Das zweite, wo haben wir das? Was brauche ich noch? Den Elchrufer. Geruchsreduzierer haben wir dabei. Weiß nicht, reicht der? Ich nehme, glaube ich, noch einen mit. Gut. So. Ah! Ich habe sogar drei Fässer. Ah! Das ist cool. Stimmt. Gut, aber wir stellen jetzt erstmal nur eins auf. Und was brauche ich jetzt noch? Erste Hilfe habe ich dabei. Genau. Mal noch einen Geruchsreduzierer mit. Ich weiß ja nicht, wie lange das ich jetzt das den Livestream mache. Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich es mache. Jo, erstmal begrüße ich natürlich im Chat den Shushan, dann die Kerry 2013, meine Frau. Hallo Schatz, dass du super, dass du dabei bist und wieder aufpasst, dass die Jungs hier im Chat brav bleiben. Ja, den haben wir noch, Bibi Jones und dann den Yoshi, also Smeet Juckmaul 1. Gut. Baumansitz, was heißt das? Brauche ich nicht. Den stelle ich da nicht auf. Ich habe nur einen und den brauche ich immer wieder. So, ich gehe jetzt schon mal rein. Dann schauen wir mal, ob wir Glück haben. Ich hoffe, vom Ton her und so weiter passt alles. So. Gut. So, jetzt gehen wir erstmal in die Richtung, wo unser Fass steht. Und das wäre, komm mal ein bisschen schneller hier in diese Richtung und schauen einfach mal, was sich tut. Also mein größten Bären habe ich ja, ich glaube, am Freitag war es geschossen. Oder am Donnerstag. Der hatte, sagte und schreibe, einen Score von 25, was echt geil war. Und mal schauen, ob sich da noch etwas tut. Ob der noch größer geht. Und dann natürlich schauen, dass wir eine gute Stelle finden. Halt, das brauche ich nicht. Das fasse gleich mal in das aus. Habe ich schon drin. Gut. So. Ja. Mal schauen, wie viele Leute das überhaupt heute dazukommen zum Zuschauen, weil es doch jetzt sehr spontan war. Deswegen mache ich auch immer so 30 Minuten Stücke, wo ich dann bei YouTube hochsetze, dass jeder das noch sehen kann. Auch wenn man nicht live dabei ist, hat man halt die Aufzeichnung. Jo. Und dann ist ja jetzt bald der 30. Das heißt, es ist bald soweit, dass ich am 1. bekannt gebe, also am Mittwoch, am 1. Mai, wer den ersten, zweiten und dritten Platz von unserem Lockers Point oder von meinem Lockers Point Gewinnspiel gewonnen hat. Und bis dorthin könnt ihr natürlich alle noch eure Gewichte zu mir schicken, an meine E-Mail-Adresse. Das ist lp.john.myers@gmail.com. Und dann schauen wir mal, wer der Sieger wird. Und dann mache ich einen Livestream und werde die Gewinner dann dort benennen, wo ich dann auch wieder aufzeichnen werde und hochladen werde.
wird aber dann nur ein kurzer Livestream. Aber ich sage das dann vorher noch an, wann genau. Ich werde morgen da so ein kleines Let's Bekanntmachung machen und dort dann kurz Bescheid geben, wann ich am Mittwoch um wie viel Uhr ich das mache. Ich denke mal, das wird das wahrscheinlich am Abend sein. Aber schauen wir mal. Und dann habe ich ja die Frage gestellt, ich habe ja vor, einen 24-Stunden-Livestream zu machen. Oder was heißt 24-Stunden-Livestream? Ich habe gesagt, ich möchte einen Marathon-Livestream machen. Und ihr sollt mir sagen, wie lange ich den machen soll. Und das Ergebnis ist jetzt eigentlich ja 20 Stunden, was, nee, wurden schon 24 Stunden genannt, aber ich glaube zweimal die 20 Stunden. Und ja, einfach mal schauen. Ich werde es dann so machen. Ihr könnt da einfach noch mitmachen, weil ich weiß noch nicht, wann ich ihn mache. Ihr könnt mir einfach eure Zeit noch schicken, wann ihr oder wie viel ihr wollt, dass ich zocke, also wie viele Stunden. Und dann werde ich das so am Samstag auf Sonntag machen. Also jetzt, ich denke mal, Samstag in der Früh um 8 Uhr anfangen, bis Sonntag in der Früh 8 Uhr oder am Samstagabend bis Sonntagabend, ich weiß es noch nicht. Und dort dann mir einen Wettbewerb raussuchen, wo es darum geht, eventuell, ja, schieß so und so viel, ich schieß so und so viel Gewichte von ja, die höchste Anzahl des Gewichts zählt, zum Beispiel verwildetes Schwein, Loggers Point. Und da möchte ich dann schauen, welchen ich da dann mitmache. 48 Stunden! Ja, Yoshi, ist klar. Natürlich, das kannst du vergessen. Höchstes 24 Stunden. Ich bin ein alter Sack, da geht es nicht mehr. Ja, der Bratze, grüß dich, Bratze86. Super, schön, dass du da bist. Das freut mich. Ja, genau, aber jetzt nochmal kurz zurück zu dem, also ich stelle mir den Livestream, den Marathon dann so vor, also wie gesagt, 20 oder 24 Stunden, wird am Wochenende sein, und was ich dort mache, einfach ein Wettbewerb, wo ich dann über die 24 Stunden durchziehe. So, da oben haben wir eine erste Spur, schauen wir mal, was das ist. Ja, genau, das Fass, ich habe mir überlegt, jetzt hier Hemmendal den Livestream zu machen, denn mein Fass hat 71% Anziehungskraft. Beim letzten Mal, wo ich den 25er geschossen habe, am Freitag oder Samstag, nee, am Freitag oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr genau, da war das Fass nur auf 60%. Und ich muss es eh füllen. Ah, da haben wir eine Bärenspur. Ja, dann schauen wir doch gleich mal. Folgen wir doch der. Oder sollen wir erstmal zum Fass schauen? Was meint ihr? Richtung Fass oder der Spur folgen? Na, sagt was. Richtung Fass, okay, gut. Dann habt ihr mich hier bestimmt. Das mit dem Fass kann man ablesen, wenn man auf der Homepage ist von Zehander und man in Hand Now reingeht. Dann sieht man ja, was man wo stehen hat. Dann einfach auf das Fass rechts an der Tabelle oder an der Liste, wo man alles stehen hat, draufklicken. Und dann wird an dem Fass, wo das steht auf der Map, ein Fenster geht dann dort auf und da steht dann dran, zum Beispiel jetzt bei mir 71 von 100. Bitte, bitte. Ach ja, genau. Ich wollte, da ich jetzt das aufnehme, muss ich mir angewöhnen, die Fragen erstmal vorzulesen.
dass dann die, die was jetzt dann meine auf YouTube das anschauen, wissen, was überhaupt gemeint ist, wenn ich da irgendeinen Satz loslasse. Muss ich mir unbedingt auch noch angewöhnen. So. Nein, wenn man direkt auf der Map klickt, auf dem Fass, dann sieht man es nicht. Das ist wirklich komisch gemacht. Man muss erst in der Spalte auf das Fass klicken, damit man es dann sieht. So, und dann noch eine gute Stelle suchen fürs zweite Fass. Und das Fass jetzt, wo wir hingehen, erstmal füllen. Auf alle Fälle muss ich eins sagen, mir wurde in meinen Let's Plays, wo ich das Let's Play gemacht habe, wo man das Fass aufgestellt habe, wurde mir gesagt, steht unübersichtlich. Ich habe mir gedacht, nee, da war ein Bärenspur, das steht schon richtig, aber ich muss sagen, ihr hattet recht. Also das steht wirklich unübersichtlich, weil ich jetzt nicht sehe, was hinter dem Berg ist. Oder auf dem Berg. Und das ist natürlich dann schlecht, wenn man die Spuren alle mit. Ich habe einen Skill. Jo, danke, Bratze. Deiner war auch super. Also echt alles gut eingestellt und so. Echt genial. So, und jetzt überrascht uns ein Bär und frisst uns auf. Toll. Wohl, ich hatte schon lange keinen Jagdunfall mehr, muss ich jetzt mal sagen. Wird wieder mal Zeit. Weit und breit ist nix, 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 nix. Ja, das Coole, gestern war ich ja auf dem Geburtstag von einem Freund, oder besser gesagt von einer guten Freundin von mir und meiner Frau. Und die wohnen in einem, ja, sagen wir mal so, in einem 400-Seelen-Ort am Dorfrand und die haben direkten Blick auf den Wald. Und tatsächlich, gestern habe ich einen Rehbock gesehen. Ein echt, war das geil, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie nah das die überhaupt an das Dorf kommen. Ist schon krass. Also wirklich. Sie sind gar nicht mal so scheu, außer man macht vielleicht einen Schreier oder irgendwas, dann hauen sie schon ab. Aber die stören sich nicht am Autoverkehr und gar nichts. So, und hier keine Spur. Komisch. Warum wird mir 71% angezeigt? Und trotzdem nichts da. Was passiert eigentlich? Ab wann wird das auf Null gestellt? Wenn ich es jetzt befülle oder wenn ich ein Tier schieße? Bratze, weißt du das? Warum ist die Quali bei dir nicht so gut, Schuschan? Fass füllen. Bam. Gut. Dann ist das Fass wieder voll. Und dann schauen wir mal weiter.
Okay, cool. So, ich würde sagen, das nächste Fass, wo stelle ich jetzt das auf? Müssen die Fässer auch 400 Meter voneinander entfernt sein? Ich habe das Zweitfass noch nie aufgestellt. Ah, Bärenspuren. So, der folgt mir aber jetzt. Okay, 400 Meter, okay. Mal die Gegend abscannen. Nichts los hier. Ja, die werden alle am Sonntagsfrühstück sitzen. Sorry, und ich habe schon wieder vergessen, Origin auszuschalten. Jetzt hört man immer, wenn jemand on oder off geht. Schuschan, was hast du für Internetleitung? Komisch, das Fass zeigt 71% an und kein Bär da. Und die Spur. Habe jetzt auch nicht mehr gefunden, verdammt. Jetzt mal nochmal zurück. Vielleicht ist der doch irgendwo hinterm Stein noch. Ich habe jetzt nichts gesehen. Oder Fels oder was auch immer. Nein, nein, das war nicht leer. Es waren doch 19 drin. Zwar bis auf 19 war das leer. Ja, Schuschan, ich habe dich gefragt, was für Internetleitung du hast. Aber vielleicht liegt es auch daran. Okay, dann warte ich mal. Gut. Hätte ich doch einen Baumsitz mitnehmen sollen. Verdammt. Aber ich habe immer Angst, ich habe zu wenig Munition dabei. Ups, was war das? Eine Elchkuh. Verdammt, ich will doch männliche Tiere.
Ja, Bratze, das stimmt, dass die in Gruppen unterwegs bin, nur ich habe in letzter Zeit immer einen riesen Pech dabei gehabt. Und zwar sind immer erst die Weibchen kommen, die haben mich dann irgendwie blöd gewittert oder so, dann hauen die ab und nehmen natürlich das Männchen mit. Oder ich schieße das Männchen und dann werde ich von den Weibchen abgeknutscht. Ja, das ist echt krass. Ja, ich kann ja mal callen, die antworten ja, wenn einer in der Nähe ist. Oh, schon 7 Leute, die zuschauen. Das ist ja ganz cool. Das große Elchproblem, genau. Ist ein Weibchen, was da ist. Na, wo sind jetzt die ganzen Teddybären? Irgendwo höre ich jetzt was. Oder meinen Sie das bloß? Oh mein Gott. Da habe ich wieder Halluzinationen gehabt. Mal schauen, ob wir irgendwo einen entdecken. Okay. Das Fraule ist schon irgendwo hier. Oder Weible. Oder die Kuh. Da hinten kommt sie. Mal legen wir uns mal hin hier. Ja, ist gut. Komm einfach. Schrei doch nicht. Na, finsten Weg. Ja, ich habe jetzt kein Urinspray für ein Ding dabei, von Elchen. Das vergesse ich immer des Öfteren. Da rennt schon gern mit Urin in der Tasche rum. Aber naja, danke für den Hinweis. Aber ich krieg sie auch so. Ist ja nichts anderes da jetzt. So wie es aussieht. Na. Na, jetzt komm endlich. Mann, was macht die da? Macht die einen Freudentanz oder irgendwas?
Mann, jetzt versteck dich doch nicht. Bleib doch einfach mal stehen. Jetzt bin ich nah genug da. Jetzt schauen wir mal, wie wir es getroffen haben. Na, 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 na. Ja, Susanne, das hat man schon. Bratze und ich haben schon Let's Talk gemacht, aber wir machen bestimmt noch mal einen. So, den Körper habe ich getroffen. Das heißt, ja, walking, walking, walking. Verdammt. Ja, ab und zu, meistens sind sie allein. Also wenn man dann, normalerweise ist es so, wenn es eine Gruppe ist und man callt, dann hört man doch, ob jetzt das mehrere sind oder nicht, weil sich halt dann mehrere zurückcallen. Aber was soll's? Was soll's? Zumindest etwas, wenn wir schon keinen Bär kriegen. Verhungern tun wir schon mal nicht. So. So. Entschuldigung, irgendjemand lockt sich irgendwo immer ein und aus und das habe ich vergessen auszuschalten. Vergesse ich des Öfteren. So, ich würde sagen, wir sammeln, wir suchen jetzt das, den Elch oder die Elchkuh und dann gehen wir mal nochmal zurück. Vielleicht lässt sich ja dann ein Bär blicken. Und natürlich die Frage, welche Spur muss ich jetzt folgen? So, mal schauen. Da ist Flucht. Nein, das ist die ziehende Spur. Dann denke ich mal, ist das da drüben. So. Ach ja, letztens habe ich auch eine Münze hier gefunden. 910 Jahre alt. Voll cool. So, da ist die nächste Spur. Die Frage, wie weit laufen wir jetzt der wieder hinterher? Der Körper ist nur getroffen. Dauert ewig lang, bis so eine Echo ausblutet. Naja. Ja, ich habe schon zwei Münzen und einen Tonkrug, also genau andersrum. Aber da steht sie, steht noch da. Guckt euch das an. Habe ich, glaube ich, das Hinterteil erwischt. Verdammt. Mach die nochmal einen Schritt, ich glaube, ich spinne. Weiß man eigentlich, Bratze, ist da irgendwas geplant mit den Pillen?